Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 28a bis 28g. Beratung mehrerer Vorlagen zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung, zur Krankenhausfinanzierung sowie zur Arzneimittelsicherheit und Versorgung. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache, und zuerst hat das Wort für die Bundesregierung der Bundesminister für Gesundheit, Professor Dr. Karl Lauterbach. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich auch bitte beginnen, indem ich den Angehörigen von Rainer ganz herzlich mein Beileid ausdrücke. Er war auch für unser Haus immer ein wichtiger Ansprechpartner, ein wichtiger Ratgeber. Wir werden ihn vermissen. Die gesetzliche Regelung, die wir heute besprechen in der Krankenversicherung, ist der Tatsache geschuldet, dass es in der letzten Legislaturperiode den Aufbau eines großen Defizits in der Krankenversicherung gegeben hat. In dieser Größenordnung kann man sagen, historisch, entstanden durch den demografischen Wandel in unserer Gesellschaft, die bessere Technologie, aber auch der Tatsache, dass hier Strukturreformen ausgeblieben sind. Das ist keine Kritik, sondern das ist der Tatsache geschuldet, dass andere Schwerpunkte im Vordergrund gestanden sind, die Pandemiebekämpfung. Somit ist es ein geerbtes Defizit, aber das werden wir gemeinsam beseitigen. Wir müssen es beseitigen in dem Geist, keine Schuldzuweisungen, aber gemeinsam daran gehen. Und dabei habe ich mich oder dabei haben wir uns im Haus auch von drei Grundprinzipien leiten lassen. Das wichtigste Grundprinzip will ich in den Vordergrund stellen, und daran werden wir nicht rütteln, werden wir in der gesamten Legislaturperiode nicht rütteln. Wir wollen keine Leistungskürzungen. Leistungskürzungen in einer Zeit, wo die Menschen bedroht sind durch Krieg, Inflation, steigende Energiepreise, möglicherweise Rezession. Das ist eine Situation, wo Kürzungen der Gesundheitsversorgung nicht vermittelbar sind. Mir wird das immer wieder vorgeschlagen. Ich lehne dies ab. Wir müssen in einer solchen Zeit zusammenhalten. Es kann nicht sein, dass die Menschen in einer solchen Phase Gesundheitskürzungen, Einschränkungen im Leistungskatalog hinlegen. Das werden wir nicht mitmachen. Das haben wir daher durch diese Reform getragen. Ich bitte dafür auch um die Unterstützung im ganzen Haus. Im ganzen Haus. Diese Sicherheit müssen wir den Menschen bieten, auch in der Gefahr, im Wandel. Auf die Gesundheitsversorgung kann man sich verlassen. Zum Zweiten, es ist richtig, dass wir zuerst an Effizienzreserven herangehen, bevor wir Beitragssätze erhöhen. Und in diesem System sind viele Effizienzreserven. Einige der wichtigen Effizienzreserven gehen wir hier an. Ich werde ein paar Beispiele nachher bringen. Was durch Effizienzreserven nicht gewinnbar ist, das muss dann fair verteilt werden, die Lasten, die dann übrig bleiben, über Steuermittel, dann aber auch über moderate Beitragssatzerhöhungen, aber auch unter Beteiligung der Arbeitgeber. Das sage ich ausdrücklich, denn die Zusatzbeiträge sind ja paritätisch bezahlt. Es kann nicht sein, dass alles Beiträge der Arbeitnehmer und der Steuerzahler sind. Die Arbeitgeber beteiligen sich nicht. Daher eine faire Verteilung auf alle Schultern ist richtig, und die stärksten Schultern müssen das meiste tragen. Wieso sind hier noch Effizienzreserven vorhanden? Also wie kann das überhaupt sein? Ich bringe ein Beispiel. Die Krankenkassen haben durch die Wettbewerbsverzerrungen, die es früher gegeben hat, auch ganz unterschiedliche Rücklagen. Es gibt also Krankenkassen, die haben hohe Rücklagen, und es gibt Krankenkassen, die haben sehr niedrige Rücklagen. Das verzerrt natürlich den Wettbewerb. Und somit müssen diese Rücklagen zuerst einmal der Versorgung zugeführt werden. Wenn wir das nicht tun, dann passiert das, was wir jetzt auch, als es angekündigt wurde, zu sehen war. Die Krankenkassen, die viele Rücklagen haben, die stocken zum Beispiel ihre eigenen Vorstandsaltersrückstellungen massiv auf. Es sind tatsächlich auch Krankenkassen, ich möchte hier wirklich nicht in eine polemische Vergleichsdebatte einsteigen, aber es sind Krankenkassen, wo die Vorstände deutlich mehr verdienen als der Bundeskanzler. Auch darüber muss nachgedacht werden. Also Altersrückstellungen sind so hoch, dass hier Vergütungen bezahlt werden können, die unvergleichbar sind, was der normale GKV-Versicherte verdient. Daher diese Rückstellungen zurückzuführen, halte ich für richtig, insbesondere in einer Zeit, wo wir sonst an die Beitragssätze heran müssten oder die Versicherten belasten müssten.
Ich will ein paar Beispiele kurz dafür bringen, wieso wir Effizienzreserven gehoben haben, wo die Versorgung nicht schlechter wird. Ich bringe ein Beispiel, was wir zum Beispiel machen. Wir bereinigen im Krankenhaus das Pflegebudget, weil die Pflege wird jetzt, was gut ist, über die Kostendeckung direkt erstattet. Es gibt aber im Pflegebudget noch eine Restkonstante in der Fallpauschale. Somit wird dort die Pflege doppelt abgerechnet. Das haben wir beseitigt. Das ist einfach fair und richtig. Da wird die Versorgung nicht schlechter. Oder wir haben beispielsweise im Bereich der Arzneimitteltherapie dafür gesorgt, dass also sehr hohe Preise mit den neuen Medikamenten in den Markt kommen. Das kann in dieser Form sowieso nur noch in Deutschland passieren. Wir sind daher der innovationsfreundlichste Pharmamarkt in ganz Europa. Die Pharmafirmen wollen vieles verändern, aber sie wollen kein anderes Vergütungssystem aus Europa, nur unseres. Aber wir haben dann tatsächlich die Zeit, wo diese hohen Preise unverändert gelten. Die haben wir auf 6 Monate gekürzt. Das ist einfach fair. Es kann nicht sein, dass ein Preis, der belegterweise zu hoch ist, dann noch 6 Monate in der überhöhten Form weitergenommen wird. Das ist einfach unfair. Das ist eine Effizienzreserve. Das ist dem Lobbydruck der vergangenen Jahre geschuldet. Das haben wir beseitigt. In einer solchen Zeit müssen wir auch gemeinsam, bei allem Verständnis für die Lobbygruppen, die bei uns jeden Tag vorsprechen, müssen wir für die Versicherten, müssen wir für die Verbraucher, die Steuerzahler, die Beitragszahler stehen. Und das haben wir in dieser Reform gewagt und werden das auch weiter tun. Bei unberechtigten Angriffen werden wir dem Lobbydruck standhalten. Das sind wir den Versicherten, den Menschen in Deutschland schuldig. Sonst steigt der Beitragssatz unnötigerweise. Das ist nicht hinzunehmen. Es war nicht alles durch Effizienzreserven gewinnbar. Ich könnte weitere Beispiele bringen. Zum Schluss ist dann doch noch etwas übrig geblieben, was wir fair verteilen müssen. Da belasten wir den Steuerzahler. Der Zuschuss steigt um 2 Milliarden Euro. Wir arbeiten kurzfristig mit einem Darlehen von 1 Milliarde Euro, um die Schuldenbremse nicht zu überschreiten. Und wir erhöhen den Beitragssatz um 0,3. Auch das ist nicht unfair, weil im Gegensatz zu Steuermitteln bezahlt hier der Arbeitgeber die Hälfte mit. Also die Arbeitgeber werden mit ins Boot genommen. Somit diese auch die gesetzlich Krankenversicherten, auch die gesetzlich. Aber es ist nur 0,15 Beitragssatzpunkte. Mehr ist es nicht. Der allergrößte Teil, um das auf den Punkt zu bringen, 90% dieser Reform werden nicht durch die Erhöhung des Beitragssatzes, 90% werden nicht durch die Erhöhung des Beitragssatzes auf GKV-Seite, auf der Arbeitnehmerseite bezahlt. 90%. Diese 10% haben wir zugemutet. Das halte ich aber auch für vertretbar. Es sind 10%. 90% werden über andere Quellen, also werden die generiert. Ich komme zum Schluss. Wir werden hier Folgendes also feststellen. Nach der Reform ist vor der Reform, weil wir brauchen tatsächlich langfristig eine wesentliche Strukturreform der Art und Weise, wie die Krankenversicherung bezahlen. Ich habe jetzt hier einmal Effizienzreserven mobilisiert, die in keinem Fall zu einer Verschlechterung der Versorgung führen, in keinem einzigen Fall. Aber langfristig müssen wir natürlich die Reform bringen, und daran arbeiten wir auch. Wir müssen tatsächlich die Beiträge für Arbeitslosengeld II-Empfänger, die müssen wir fairer gestalten, erhöhen. Wir müssen den Bundeszuschuss, den es gibt, dynamisieren. Es kann nicht sein, dass die Menschen immer älter werden. Der Bundeszuschuss wird nicht dynamisiert. Und somit, wir arbeiten auch an dieser Reform. Aber ich bitte einfach um Verständnis, dass wir die Effizienzreserven erst einmal heben müssen. Dann gehen wir an diese Reform. Diese Brücke werden wir überschreiten, wenn wir sie erreichen. Und wir werden auch kurzfristig, das möchte ich auch noch sagen, für die erheblichen Energiekosten, die Krankenhäuser haben, die Inflationskosten, für die Mehrbelastungen in der Pflege bei den Eigenanteilen. Auch dafür werde ich von dieser Stelle in Zukunft in Kürze Vorschläge vorbringen. Aber wir müssen das getrennt sehen. Effizienzreserven, die Reform von heute, eine Finanzreform, die Reform von morgen und dann die Beseitigung der Belastungen, Eigenanteile in der Pflege, aber auch in den Krankenhäusern. Das ist die Reform ebenfalls, die in Kürze vorgestellt wird, sodass wir das gemeinsam schaffen. Bitte unterstützen Sie diese Reformen. Versparen Sie uns mit Polemik. Lassen Sie uns gemeinsam über Lösungen nachdenken. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Mit einem Appell endet der Bundesgesundheitsminister, nachdem er erläutert hat, seine Vorstellungen, wie die gesetzliche Krankenversicherung finanziell stabilisiert werden kann. Erste Beratung, erste Lesung dieses Gesetzentwurfs. Und jetzt kommt aus den Ländern ein Vertreter, nämlich der bayerische Minister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holleczek. Frau Präsidentin, Hohes Haus, lieber Kollege Lauterbach, meine sehr geehrten Damen und Herren. Erstmal will ich feststellen, dass es gut ist, dass wir uns heute mal über die essentiellen Themen unterhalten in Gesundheit und Pflege, mal nicht über Corona, auch noch ein wichtiges Thema, aber jetzt geht es mal an die Substanz. Die Themen, die die Menschen bewegen, wie finanzieren wir das System? Wir könnten heute auch über Pflegeversicherung sprechen, auch ein Desaster. Wir könnten über Krankenhausfinanzierung sprechen, auch noch nicht weiter. Über sektorenübergreifende Versorgung, auch noch nichts gehört. Alles Themen, die wichtig und richtig sind. Stattdessen legen Sie heute ein Gesetz vor unter dem Titel Finanzstabilisierungsgesetz. Wissen Sie, was das ist? Es ist ein Versorgungsdestabilisierungsgesetz. Und eigentlich hätte der Finanzminister das einbringen müssen und nicht Sie, Herr Kollege Lauterbach. Weil die Wahrheit ist doch, dass Gesundheitspolitik inzwischen entweder vom Justizminister oder vom Finanzminister gemacht wird. Das ist keine Polemik, sondern es sind meine Erfahrungen auch aus den Diskussionen in der Gesundheitsministerkonferenz, wo zum Schluss immer der Satz kommt, muss man schauen, was der Herr Lindner dazu sagt. Das ist eine Kapitulation, wenn Gesundheitspolitik nicht mehr von den Gesundheitspolitikern gemacht wird. Und natürlich wissen wir, dass die GKV die Basis des Gesundheitssystems ist. Und wir wissen, dass wir im Moment in schwierigen Zeiten sind. Inflation, Energiekosten. Und wenn die Beiträge steigen, ist das kein gutes Signal für die Menschen in unserem Land vor diesem schweren Winter, der uns vorsteht. Sie steuern auf einen Kassencrash zu, auf einen Blackout der Versorgung, wenn Sie so weitermachen. Und dann nützt es nichts, wenn Sie ankündigen, wir werden dann was vorlegen. Jetzt müssen Sie vorlegen, jetzt müssen Sie es machen. Und es steht ja auch in Ihrem Koalitionsvertrag drin, dass die Beiträge Arbeitslosengeld II-Versicherung auskömmlich sein sollen. Wir reden da von 10 Milliarden Euro. Also es muss hier was passieren und es darf nicht bei einer Ankündigung bleiben, dass man das irgendwann tut und irgendwann macht. Die 2 Milliarden Bundeszuschuss sind da einfach viel zu wenig. Auch die Dynamisierung des Zuschusses ist notwendig und richtig. Und Sie sehen doch, die Krankenkassen werden abgeschöpft. Das ist kontraproduktiv. Erst hören, dann stören. Das ist ein wichtiger Satz, der gilt überall im Bayerischen Landesparlament, aber auch im Deutschen Bundestag, dem ich selber mal angehörte, von 1998 bis 2002. Also wir wissen, dass das Abschöpfen der Krankenkassenreserven der falsche Weg ist, meine Damen und Herren. Wenn ich heute lese, dass sogar Ihr Projekt des Gesundheitskiosks jetzt von den Kassen nicht mehr finanziert wird, weil Sie sehen, dass die Politik, die Sie machen, den falschen Weg beschreitet, dann sollte Ihnen das schon zu denken geben, lieber Herr Kollege. Und wir wissen auch, dass die Steigerungen weitergehen. Wenn ich jetzt sehe, durch die richtige und wichtige Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge, aber in das Leistungssystem die Überführung, wird noch mal 1 Milliarde an Defizit entstehen. Das kommt noch obendrauf auf dieses ganze Thema. Und deswegen, glaube ich, stehen wir schon vor ganz schwierigen Zeiten. Natürlich wollen wir zusammenhalten, Herr Kollege Lauterbach. Das ist unbestritten. Länder und Bund gemeinsam. Das machen wir in der GMK auch, glaube ich, immer deutlich. Aber Sie setzen nun mal die falschen Schwerpunkte. Die Abschaffung des Budgets für die Neupatientenregelung. Wissen Sie, was das ist? Das ist eine Leistungskürzung, Herr Kollege Lauterbach. Das können Sie schönreden, wie Sie wollen. Wenn ich alleine die Wartezeiten sehe in der Psychotherapeutenfrage, in der Versorgungsfrage, dann ist es eine Leistungskürzung. Reden Sie doch nicht drum herum, machen Sie sich ehrlich in diesen Fragen, das nützt doch nichts. Oder bei den Zahnärzten, die Parodontitis-Therapie, ja irre, das haben wir jetzt gerade erst aufgenommen, das geht ja an die Grundversorgung, an die Grundfesten mit hin, jetzt schaffen wir es wieder ab. Und mit Verlaub, das Pflegebudget, ich halte das wirklich für einen Irrsinn. Wir brauchen in der Pflege jetzt große Würfe. Bessere Arbeitsbedingungen, wirklich eine Revolution in der Pflege. Ich nehme das Wort nicht oft in den Mund, aber es ist so. Wir müssen mutig sein und nach vorne gehen. Und Sie kürzen jetzt das Pflegebudget. Sie nehmen Leute raus, wie Hebammen zum Beispiel und andere, die nicht mehr refinanziert werden und schaffen noch mal eine Verschärfung in diesem wichtigen Bereich. Statt dass wir alles tun, damit die Pflege spürt, wir stehen hinter ihr, schaffen Sie hier kontraproduktiv genau den falschen Weg. Und ich will schon noch was sagen, auch zum Thema Arzneimittel. Die Pharmabranche und alle wollen einen Beitrag leisten. Darum geht es gar nicht. Und die müssen auch einen Beitrag leisten.
Aber wie man das macht, ohne den Dialog, Herr Kollege Ullmann, mit den Unternehmen zu führen, ohne einen Pharma-Dialog anzustoßen, wir werden den Innovations- und Forschungsstandort Deutschland hier kaputt machen. Wir feiern ihn für die Impfstoffe, für Paxlovid und für Medikamente, und wir machen ihn hier kaputt. Weil, wissen Sie, Wirtschaft hat was mit Vertrauen zu tun. Und wenn Unternehmer nicht mehr in die Rahmenbedingungen vertrauen können, dann werden sie den Standort verlagern. Und das ist der Fehler. Es geht nicht um einen gerechten Beitrag zu bringen. Es geht um die Frage, wie man das macht, wie man den Dialog führt und wie man mit diesen Unternehmen umgeht, die Innovation und Forschung für die Menschen machen. Es geht um beste Medizin für die Menschen. Und das muss uns bewegen und muss uns auch gemeinsam nach vorne bringen. Herr Holitschek, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der FDP-Fraktion von Herrn Ullmann? Ja. Herr Holitschek, ich danke, dass Sie die Frage zulassen. Wie Sie wissen, komme ich ja aus Unterfranken, und Sie kritisieren jetzt in ausgiebiger Rede die Fehlentscheidungen der vorhergehenden Gesundheitsminister, die auch unionsgeführt sind. Meine Frage konkret an Sie: Für uns in Bayern, ist die bayerische Staatsregierung dazu jetzt bereit, auch die Krankenhausfinanzierung nicht nachzukommen und die Finanzierung der Krankenhäuser in Bayern voranzutreiben? Herr Kollege Ullmann, ich bin Ihnen außerordentlich dankbar für diese Frage. Bayern investiert 643 Millionen in der dualen Krankenhausfinanzierung. Seit 1972 fließen 25 Milliarden in bayerische Krankenhäuser, davon 60% in den ländlichen Raum. Jetzt müssen die Hausaufgaben gemacht werden bei dem Thema DRGs. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe, die hier passieren muss. Und da warten wir, dass die Dinge endlich gemacht werden. Ich will Ihnen noch mal sagen, ich glaube, dass die Situation zu explodierenden Beiträgen führt bei den Kassen, vielleicht sogar zu Schließungen, zu einer weiteren Konzentration, Dinge, die nicht gut sind und die schwierig sind. Deswegen müssen wir da dagegen steuern. Ich würde mir auch wünschen, Herr Kollege Lauterbach, dass wir jetzt ein Moratorium für Bürokratieabbau auf den Weg bringen. Auch ein wichtiges und zentrales Thema. Wir müssen es tun. Die Menschen glauben nicht mehr, dass wir das schaffen, wenn wir es jetzt nicht tun und nicht nur drüber reden. Und zum Schluss bitte, kündigen Sie dieses Programm jetzt nicht mehr an. Machen Sie es auch jetzt. Energiekosten, Pflege, Reha, Krankenhäuser. Wir kriegen einen kalten Strukturwandel im ländlichen Raum. Die Krankenhäuser werden es nicht schaffen. 2,8 Milliarden Sachkostensteigerung dieses Jahr, 1,7 Millionen Energiekosten. Das ist nicht mehr tragbar. Und wir dürfen nicht mehr warten. Jeder Tag ist verloren. Und die Pflege ist genauso. Da wird auch das Wohngeld nicht reichen. Das wird nicht reichen in der Substanz. Und auch Reha-Einrichtungen. Wir zerstören jetzt Dinge, die wir nachher wieder brauchen. Denken Sie an Long- und Post-Covid. Ihnen brauche ich das nicht sagen, weil Sie um die Bedeutung wissen. Wenn Reha nicht mehr funktioniert, dann wird auch diese Struktur nicht mehr da sein. Sind Sie mutig? Setzen Sie sich in der Koalition durch. Machen Sie Gesundheitspolitik für die Menschen in unserem Land. Die haben es verdient. Und nach der Pandemie erst recht. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek in einer Debatte, in der es über das Gesundheitswesen und Gesundheitspolitik geht. Schon immer ein schwieriges Feld, über das sich trefflich streiten lässt und auf dem sich schon viele Ministerinnen die Zähne ausgebissen haben an langfristigen Lösungen. Schauen wir ganz schnell und kurz auf die Vorgänger von Karl Lauterbach: Spahn, Gröhe, Bahr, Rösler, Ulla Schmidt, Andrea Fischer und Horst Seehofer. Maria Klein-Schmeink ist am Pult, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich muss mal sagen, was für ein Offenbarungseid 16 Jahre unionsgeführter Gesundheitspolitik, die Sie hier inszeniert haben. Das ist ja nicht zu glauben. Sie haben die große Klagemauer geführt, haben aber vergessen zu nennen, wer eigentlich verantwortlich ist für das, was wir hier an Krise vorfinden. Und Sie haben natürlich recht. Sie haben recht. Wir haben ein Defizit von 17 Milliarden Euro aus Ihrer Wahl, aus Ihrer Regierungszeit geerbt. Wir haben geerbt einen Haushalt, der null Vorsorge für diese Deckung der 17 Milliarden Euro vorgesehen haben. Sie haben einen Wahlkampf geführt, anders als wir, wo Sie jede Antwort schuldig geblieben sind, wie Sie mit diesem Defizit umgehen wollen. Jede Antwort.
Wir haben gesagt, was wir den Menschen zumuten werden. Wir haben gesagt, wir werden das gerecht lösen. Wir haben aber auch gesagt, es wird teurer werden. All das haben Sie nicht getan. Und zusätzlich haben Sie 16 Jahre lang vergessen, die großen Krisen im Gesundheitswesen anzugehen. Und das muss ich mal wirklich sagen. Krankenhausreform, Sie haben sie zu Recht angesprochen. Zu Recht. Dieses Problem ist aber nicht neu, sondern es ist ein altbekanntes. Als ich 2009 hier im Bundestag angekommen bin, da war selbst da das schon ein altbekanntes Problem. Wir wissen, dass wir es mit Versäumnissen auf der Länderebene zu tun haben. Und wir wissen auch, dass wir ein Entgeltsystem haben auf Bundesebene, das den Erfordernissen nicht gerecht wird. Und deshalb, meine lieben Zuhörer hier, deshalb steht die Reform der Krankenhausfinanzierung genau jetzt auf der Tagesordnung. Wir gehen sie an. Wir haben innerhalb von wenigen Monaten haben wir Ergebnisse vorliegen. Wir haben Vorschläge vorliegen. Wir werden als erstes mit der Pädiatrie umgehen. Wir werden als zweites mit der Geburtshilfe umgehen. Und wir werden insgesamt die Krankenhausfinanzierung auf eine neue Grundlage stellen. Punkt 1. Frau Kleinsch. Strukturreform 1. Und zweiter Schritt, wir werden natürlich die Krankenhausreform, die ist breiter zu sehen, weil wir haben große Verschränkungen mit den Ländern. Da werden wir sie brauchen. Ich werde Sie erinnern an all das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Weil es wird nicht möglich sein, zu sagen, hier Bund, macht mal und wir Länder halten mal die Hände auf. Weil wir brauchen eine vernunftgeleitete, eine wissenschaftlich fundierte Krankenhausplanung. Weit entfernt sind wir derzeit. Höchstens in NRW kann man sagen, da gibt es diese Schritte. Wir brauchen zusätzlich, und da kommt der zweite Punkt, eine Reform der Versorgung insgesamt. Integrierte Versorgung, kooperierende Versorgung, Gesundheitszentren, die gerade in ländlichen Räumen uns die Versorgung sichern können. Da höre ich von Seiten der CDU nichts, außer die große Klage, dass sie sagen, wir brauchen mehr Hausärzte. Frau Kleinschmeink, ich versuche schon die ganze Zeit eine Lücke zu finden, um die Frage zu stellen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der CDU-CSU-Fraktion von Frau Zollner? Ja, gerne. Sehr geehrte Frau Kollegin, vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich hätte eine ganz konkrete Frage. Was tun Sie aktuell, um die Krankenhäuser und insgesamt die soziale Infrastruktur, ich denke auch an die ambulanten Pflegedienste im ländlichen Raum, die mit hohen Spritkosten umgehen müssen, was tun Sie aktuell, um dort Entlastungen zu schaffen? Bitte ganz konkret, was tun Sie jetzt? Denn jetzt ist dringend Handlung nötig. Neben dem, Sie haben, glaube ich, dem Minister nicht zugehört. Und Sie haben auch wahrscheinlich nicht wahrgenommen, dass wir von Seiten der Fraktion Vorschläge für einen Energie- und Inflationsschutzschirm in dieser Zeit gemacht haben. Wir sind in der Diskussion. Das wird in den nächsten Wochen entschieden. Und da werden wir handeln. Und ich sage mal eins. Wir handeln in dieser Zeit schneller als das, was Sie in den ganzen letzten Jahren gemacht haben. Und wir werden dafür sorgen, dass unsere wichtige Infrastruktur unterstützt wird, so erhalten wird, dass wir insgesamt daran arbeiten können, zukunftsgerechte Lösungen überhaupt erstmal zu erstellen. Das ist doch der Punkt. Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage von der Fraktion Die Linke? Sie reden. Ja, gut. Eine Frage. Gut. Eine noch. Verlängert ja meine Redezeit. Ich bin Ihnen ganz besonders dankbar, dass wir auch diese Frage noch mal zulassen, Frau Kleinschmeink. Vielen, vielen Dank auch an die Präsidentin. Ich habe gerade Ihnen zugehört, dass Sie eine auskömmliche Finanzierung bei der Pädiatrie und Geburtshilfe angehen. Ich wollte Sie an Ihren Koalitionsvertrag erinnern, dass da auch die Notfallversorgung drinsteht und möchte jetzt fragen, weil Sie es ja bewusst oder unbewusst nicht zum ersten Mal auslassen, also nicht Sie, sondern die Koalition an sich, ob Sie das Projekt begraben haben oder ob Sie das auch noch angehen werden. Das werden die Kolleginnen und Kollegen der Notfallversorgung nämlich sehr, sehr interessieren, ob Sie da zuverlässig sind oder nicht. Das ist eine sehr gute Frage, weil sie gibt mir dann die Gelegenheit, einen Eindruck, der da vielleicht entstanden sein könnte, richtigzustellen. Natürlich gehen wir gerade auch die Notfallversorgung an. Das ist
Der dritte Punkt, den wir als erstes innerhalb der großen Reform ja angekündigt haben und jetzt auch angehen werden. Sie können sicher sein, genau das werden wir tun. So, und jetzt kommen wir doch mal dahin, was sind denn eigentlich die Antworten für die Zukunft? Wir werden jetzt mit diesem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz können wir nur einen Übergang schaffen. Eine einmalige Lösung, weil der Rückgriff auf Reserven ist nur einmal möglich. Wir brauchen ganz klar eine Strukturreform auch bei der Finanzierung. Wir haben in der Ampel wichtige Schritte im Koalitionsvertrag verankert. Und auf die werden wir auch hinarbeiten. Und genau das werden wir tun. Und da ist ja auch mal wieder der springende Punkt. Sie alle wissen, wir sind jetzt in einer Dreifachkrise. Wir sind in einer Krise, wo wir sehr gut aufpassen müssen, wie viel Belastung können wir denn eigentlich den einzelnen Haushalten, den einzelnen Versicherten, den Menschen hier im Lande zumuten. Und da haben wir einen guten Ausgleich gefunden zwischen der Belastung über Anstieg von Beitragsmitteln. Wir haben gleichzeitig hier den Rücklagenabbau und wir haben einen Effizienzbeitrag, den verschiedene Leistungserbringer bringen werden. Wir werden dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren, tatsächlich eine regelbasierte Refinanzierung all der Aufgaben und Ausgaben zu installieren, wo es um gesamtgesellschaftliche Aufgaben geht. Und da sage ich Ihnen mal eins. 16 Jahre lang haben Sie genau das nicht angepackt. Sie haben es auch in der letzten Wahlperiode nicht angepackt. Im Gegenteil. Sie haben im Koalitionsvertrag stehen haben, dass Sie die Beiträge für die ALG-II-Beziehenden anheben werden, also steuerfinanziert anheben werden. Haben Sie nicht gemacht, und das in Zeiten mit höchsten Rücklagen. Das ist doch der Punkt. Und dann haben Sie noch was Weiteres gemacht. Sie haben die Betriebsrentner freigestellt von höheren Beiträgen und haben das nicht steuerrefinanziert gemacht, sondern uns in dieser Wahlperiode ebenfalls übergeholfen. So war Ihre Art und Weise, Gesundheitspolitik zu machen. Und da kann ich nur sagen, das Erbe von der Ära Jens Spahn war ein sehr, sehr teures. Und wir gehen das jetzt an, und da können Sie sicher sein, und es ist auch ganz klar, 2024 werden wir weitere Schritte gehen müssen Richtung gerechter Finanzierung, stabiler und regelgeleiteter GKV-Beiträge. Das werden wir angehen, und da können Sie sicher sein. Und da werden wir eben unseren Beitrag tatsächlich leisten, die Verantwortung für ein stabiles Gesundheitswesen zu übernehmen. Das genau haben Sie nicht getan. Maria Kleinschmeink aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, wo sie stellvertretende Vorsitzende ist. Und ich glaube, einen Punkt können wir hier schon mal festhalten. Das, was Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, in seiner Rede gesagt hat, dass man versuche, hier gemeinsam zu einer Lösung zu kommen, ohne gegenseitige Schuldzuweisungen, das scheint mir dann doch ein wenig verpufft in dieser Debatte. Martin Sichert ist am Pult, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Und Jens Spahn musste den Platz auf der Länderbank wieder freimachen. Die Zeit nehmen wir uns, dass wir auch für die Bundesratsbank noch mal das Prozedere erklären, dass hier im Hause nicht fotografiert wird. So, und jetzt hat Herr Sichert das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, kürzlich traf ich im friesischen Dangast eine Frau, die mit Tränen in den Augen vor dem Schwimmbad stand. Diese Frau weinte, weil sie es sich finanziell schlicht nicht leisten kann, mit ihren Kindern ins Schwimmbad zu gehen, während Ukrainer kostenlosen Eintritt haben. Dieses Beispiel zeigt exemplarisch, was in Deutschland schiefläuft. Während ukrainische Nobelkarossen vor deutschen Zahnarztpraxen stehen und Ukrainer sich auf Kosten der deutschen Beitragszahler die Zähne richten lassen, wissen viele Deutsche nicht mehr, wie sie angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten selbst ihre Grundnahrungsmittel finanzieren sollen.
Dass die Ukrainer diese Leistungen annehmen, das kann man ihnen nicht vorwerfen. Der Fehler liegt einzig und allein bei der deutschen Regierung, die auf dem Rücken der einheimischen Bevölkerung Ausländern ein kostenloses Rundum-Sorglos-Paket anbietet. Dass ein Ukrainer, der mit der Mercedes S-Klasse vorfährt, mehr staatliche Unterstützung bekommt als eine deutsche alleinerziehende Mutter, ist irre. Dass jemand, der nicht arbeiten geht, finanziell besser dasteht als jemand, der Vollzeit arbeitet, ist irre. Dass man wegen angeblicher Überlastung der Krankenhäuser die Menschen zur Maske zwingt und zum Impfen nötigt, aber zugleich zulässt, dass zahllosen Krankenhäusern wegen der Energiekosten die Insolvenz droht, ist irre. Diese gesamte Politik ist irre. Sie weigern sich beharrlich, die Ursachen der Probleme anzugehen. Die einzige Lösung, die Sie kennen, ist, immer mehr Geld der Steuerzahler umzuverteilen. Sie treiben damit das Land in die Inflation und die Bürger massenhaft in die Armut. Schlimmer noch, Sie bestrafen konsequent Leistung. Genauso wie Sie mit dem Bürgergeld jeden bestrafen, der fleißig ist und arbeiten geht, bestrafen Sie mit diesem Gesetz alle Krankenkassen, die solide gewirtschaftet haben. Sie nennen das Stabilisierungsgesetz, aber in Wahrheit destabilisieren Sie die Kassen, indem Sie die vorhandenen Reserven einiger Kassen sozialistisch umverteilen. Sie sind leistungsfeindliche Sozialisten. Wer anständig und vernünftig arbeitet, der ist bei Ihnen der Dumme. Und die FDP, die präsentiert sich hier einmal mehr als reiner Alibi-Wurmfortsatz für rot-grüne Spinnereien. Sie machen inzwischen alles mit und haben jede Position, die Sie mal im Wahlkampf vertreten haben, vollkommen aufgegeben. Neben der Massenverarmung der Bevölkerung durch immer mehr Inflation und staatliche Umverteilung sehen Sie auch der Zerstörung des deutschen Gesundheitswesens tatenlos zu. Zahllosen Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen, Physiotherapeuten droht durch die gestiegenen Energiekosten und die Inflation die Insolvenz. Sie reden hier von Stabilisierung. Zur wirklich notwendigen Stabilisierung im Gesundheitswesen legen Sie aber keinerlei Ansatz vor. Das ist absolut unverantwortlich. Mit Ihrer Politik haben Sie alles in Schieflage gebracht. Es ist höchste Zeit, Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Hören wir auf, jedem illegal Eingereisten und jedem Ukrainer ein Rundum-Sorglos-Paket zum Nulltarif zur Verfügung zu stellen. Beenden wir den grünen extremistischen Wahnsinn, der sich Energiewende nennt, und sorgen wir für bezahlbare Energie für jedermann. Und sorgen wir für allzeit verfügbare und bezahlbare Arzneimittel, indem wir die Produktion in Deutschland und Europa stärken. Das wäre vernünftig und gut, und das wäre Ursachenbekämpfung. Ihr hier vorgelegtes Gedankengut des leistungsfeindlichen Sozialismus ist das leider nicht. Übrigens, die eingangs erwähnte alleinerziehende Mutter wählt in 2 Wochen bei der Landtagswahl in Niedersachsen AfD, weil wir als Einzige eine vernünftige Politik vertreten, wie sie in über 90% der Länder weltweit normal ist. Ich hoffe, das machen viele Menschen. Vielleicht kommen Sie da mal zum Nachdenken. Herzlichen Dank. Martin Sichert aus der AfD-Fraktion mit einer, na sagen wir mal, sehr besonderen Sicht auf Ukrainerinnen, die sich derzeit in Deutschland aufhalten müssen, sollte man vielleicht ergänzen. Andrew Ullmann ist der nächste Redner aus der FDP-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist gut, dass in der letzten Bundesregierung Olaf Scholz für die Staatsfinanzen zuständig war und nicht jemand aus der Union. Sonst sähe unser Bundeshaushalt so aus wie die GKV-Finanzen. Wir ständen vor einem Scherbenhaufen. Um es klar zu sagen, dieses Gesetz macht mir auch keine Freude. Es ist keine Freude, nämlich höhere Zusatzbeiträge zu erheben. Es ist kein gutes Gefühl, zu Leistungserbringer zu gehen und zu sagen, dass wir trotz ihrer hochwertig erbrachten medizinischen Leistungen Einsparungen vornehmen müssen. Aber was ist die Alternative? Ohne ein Gesetz wie dieses würden die Beitragszahlerinnen und Zahler im kommenden Jahr Beitragssteigerungen von mehrere hundert Euro erleben. Es ist nicht verantwortbar, und so etwas ist nicht verantwortbar in Zeiten von Inflation und Energiekrise. Es ist daher richtig, dass wir die Finanzierungslücke von 17 Milliarden Euro im kommenden Jahr nun angehen. Eine Zahl,
die uns nicht überrascht und seit einiger Zeit im Raume steht. Der Bundesgesundheitsminister hat erste gute Vorschläge unterbreitet, und ich bedanke mich auch an dieser Stelle ausdrücklich bei unserem Finanzminister, der es einer Erhöhung des Bundeszuschusses trotz der sehr angespannten Haushaltslage zugestimmt hat. Zudem bin ich auch froh, dass die geplante rückwirkend erhobene Solidarbeitrag für pharmazeutische Unternehmen im Kabinettsbeschluss sich nicht mehr wiederfindet. Bei dieser Regelung hatte ich ordnungspolitische Bedenken angemeldet. Es ist gut, dass die Bundesregierung das überarbeitet hat. Zudem ist es mir auch wichtig, dass wir von der FDP im vorliegenden Entwurf den Antrag zu Strukturreformen im Gesundheitswesen gesetzlich verankert haben. Die Defizite in der gesetzlichen Krankenversicherung werden in den kommenden Jahren nicht weniger. Aufgrund der Alterung der Gesellschaft und der angespannten wirtschaftlichen Situation werden die Einnahmen voraussichtlich geringer und die Ausgaben werden weiter steigen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben tatsächlich ein Ausgabenproblem, denn die Fehlanreize im Gesundheitssystem sorgen für ein teures, aber wenig effizientes System. Da müssen wir gemeinsam an die Strukturen ran, um die Kosten im Griff zu behalten. Es geht bei dieser Entwicklung das große Ganze. Es geht darum, ob eine Krankenversicherung, dessen Leistungsspektrum staatlich organisiert wird, funktionieren kann. Die gesetzliche Krankenversicherung steht vor allem wegen dem politischen Missmanagement schlechter da als die private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung denkt mit ihrem Finanzierungssystem, mit der Bildung von Rücklagen an die Zukunft. Die Umlagefinanzierung der gesetzlichen Krankenkasse ist in Zeiten des demografischen Wandels nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Ich halte es trotzdem für unsere gemeinsame Aufgabe, die Zukunft der gesetzlichen Krankenversicherung zu sichern. Dafür ist dieses Gesetz ein erster Schritt, aber sicherlich, meine Damen und Herren, nicht der letzte. Dabei geht es nicht nur um Strukturreformen innerhalb des Abrechnungssystems, sondern um Reformsysteme, die die CDU, CSU nicht getraut haben, in den Jahren der Regierungszeit anzugehen. Unsere Fortschrittskoalition in der Ampel hat uns ambitionierte Ziele gesetzt. Ziele, die eine dringliche Umsetzung bedürfen, denn anders werden unsere Erwartungen in ein gutes Gesundheitssystem scheitern. Meine Damen und Herren, unser Gesundheitssystem muss menschlicher, digitaler, ambulanter, vernetzter, bedarfsgerechter und innovativer werden. Und für die Leistungserbringer wird das System auskömmlich finanziert sein. Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ist ein erster, notwendiger, aber schmerzlicher Schritt. Doch die nächsten wichtigen Reformschritte sind bereits vorgezeichnet. So machen wir unser Gesundheitssystem resilienter und zukunftssicher für alle. Und ich freue mich auf die Diskussion in unserem Ausschuss. Herzlichen Dank. Andrew Ullmann aus der FDP-Fraktion, wo er gesundheitspolitischer Sprecher ist. Und ihm folgt jetzt Atesh Gürpiner aus der Linksfraktion. Da ist er Sprecher für Krankenhaus- und Pflegepolitik. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, Sie haben gesagt, wir sollten nicht polemisch werden. Ich darf irgendwie daran erinnern, dass Sie mit der Polemik angefangen haben, indem Sie das Gesetz Finanzstabilisierungsgesetz genannt haben. Ich glaube, das ist die erste Polemik, die Sie sich geleistet haben und müssen mit manchen leider auch üblen Reaktionen dann rechnen. Ich möchte anfangen mit dem Problem der Schätzung. Das Erste, von Sie ausgehen. Sie sagen, es geht um 17 Milliarden Euro, die im nächsten Jahr fehlen werden. Ich möchte daran erinnern, dass das sehr niedrig gerechnet ist. Es gibt andere Berechnungen. Das Institut für Gesundheit und Sozialforschung hat von 24,6 Milliarden Euro ausgegangen. Und das war im Juni diesen Jahres. Da waren sozusagen die Kosten, die im Winter auf die ganzen Leistungsbringerinnen und Bringer zukommen, noch gar nicht drin. Die ganzen Krankenhäuser, Pflege, die quasi von den, die sehr energiekostenreich sind und die ganzen Energiekosten tragen müssen, die sind da noch gar nicht berücksichtigt. Deswegen sind auch die 17 Milliarden definitiv zu wenig. Diese Zahlen werden nicht ausreichen. Und deswegen ist das, was Sie da beschreiben, Polemik, weil Sie schon vom viel zu geringen Betrag ausgehen, den Sie nächstes Jahr ausgleichen müssen.
Und das Problem ist aber, was Sie gerade benannt haben, wie das Ganze stabilisiert werden soll. Sie behaupten die ganze Zeit, das kommt eben nicht so sehr auf die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zu. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung sieht das anders. Der geht von 11 von diesen 17 Milliarden Euro aus, der eigentlich bei den Beitragszahlenden landet. Warum? Zum einen die Anhebung und von Ihnen genannten 0,3%. Das ist in diesem Winter übrigens schon eine beachtliche Summe, weil es nicht das Einzige ist, was auf die Menschen zukommt. Und ich darf noch mal daran erinnern, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen vor allem von den Mittelverdienenden und Geringverdienenden geleistet werden, weil die Höherverdienenden dort gar nicht einzahlen. Unter anderem auch einige von Ihnen nicht. Das heißt also, das geht vor allem an denen, ans Geld, die jetzt schon nur noch allzu wenig haben. Das eigentliche Problem ist aber, und das wird dann wirklich absurd, dass Sie selbst beschreiben, dass die Lasten auf verschiedenen Schultern verteilt werden müssen und nicht, ich zitiere, allein den Beitragszahlerinnen und Beitragszahler auferlegt werden können. Und dann schreiben Sie, so sind auf der Einnahmenseite neben höheren Bundesmitteln auch die Finanzreserven der Krankenkassen hinzuzuziehen. Nun möchte ich Sie fragen, wie die Reserven eigentlich, woher die Reserven dieser Krankenkassen eigentlich kommen, wenn nicht von den Beitragszahlenden, Herr Lauterbach. Die haben diese Reserven nämlich mit aufgebaut. Und deswegen ist der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen richtig in der Ansicht zu sagen, dass 11 von 17 Milliarden von den gesetzlich Versicherten geleistet werden, direkt oder indirekt. Nun könnten wir eine große Lösung vorschlagen, endlich eine solidarische Gesundheitsversicherung zu machen. Das wäre dringend nötig. Sie schreiben ja auch ganz schön, dass es alles solidarisch geleistet werden soll, auch wenn Sie es selbst nicht tun. Wir haben auch eine kleine Lösung vorgeschlagen, die Sie jetzt angehen könnten, die Sie einfach übernehmen könnten. Wir haben Anträge eingereicht, die weitaus mehr Geld zur Verfügung stehen würden, wenn Sie das annehmen würden, als das, was Sie vorschlagen. Zum einen wollen wir die Beitragsbemessungsgrenze nicht sofort auflösen, das ist natürlich unser Ziel, sondern zunächst mal anheben auf das Niveau der Rentenversicherung West. Das heißt, es gibt eine Anhebung, das betrifft dann nicht die Geringverdiener, die mehr zahlen müssen, das betrifft dann nicht die Mittelverdienenden, die jetzt im Winter schon nicht mehr über die Runden kommen, sondern das betrifft tatsächlich diejenigen, die jetzt gut verdienen. Das ist Punkt 1. Das wären 12,65 Milliarden Euro, die Sie damit mehr in der Tasche hätten. Das wäre das eine. Der zweite Punkt, und ich bin ja, glaube ich, selten mit Herrn Holleczek, obwohl auch aus Bayern, aber da einer Meinung, warum Sie die Beitragszahlungen der ALG-II-Beziehenden durch den Bund nicht reformieren. Das wären weitere 2,6 Milliarden Euro, um die es jetzt gehen würde. Das können Sie jetzt beginnen. Und drittens, wir reden ja auch von der Reduzierung der Mehrwertsteuern. Das hat ja nicht immer Sinn gemacht. Wenn wir bei den Arzneimitteln aber den ermäßigten Mehrwertsteuersatz anwenden würden, dann wäre das, weil es ein sehr stark regulierter Markt wäre, tatsächlich etwas, was bei den Erbringern ankommen würde. Das wären weitere 5 Milliarden Euro. All das haben wir in den Anträgen vorgelegt. Setzen die sie um, dann wird es auch weniger polemisch, wenn Sie den Titel von Finanzstabilisierungsgesetz nicht mehr, dann müssen Sie den Titel Finanzstabilisierungsgesetz nicht mehr ändern, um selbst nicht polemisch zu sein. Vielen, vielen Dank. Atish Göpiner aus der Linksfraktion, Krankenhaus- und pflegepolitischer Sprecher. Und jetzt kommt für die SPD Christos Pantazis, Dr. Med übrigens, der Neurobionik. Und wenn Sie jetzt Fragezeichen im Gesicht haben, muss ich Sie mit denen kurz alleine lassen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, eine Krise jagt die nächste. Selten hat eine Redewendung unsere Zeit so treffend beschrieben wie diese. Corona-Pandemie, Klimawandel und nicht zuletzt der russische Angriffskrieg mit drastisch gestiegenen Energiepreisen und hohen Inflationsraten haben zu einem Konjunktureinbruch in Deutschland geführt. Diese Entwicklung setzt sich auch die gesetzliche Krankenversicherung unter Druck. Seit Jahren wachsen hier die Ausgaben mit jährlich rund 4 Prozentpunkten spürbar stärker als die Einnahmen. Wesentlicher Grund dafür ist ein anhaltender Reformstau. Infolgedessen sehen wir uns mit einem milliardenschweren Defizit konfrontiert, das allein im nächsten Jahr 17 Milliarden Euro betragen soll. 17 Milliarden. Das ist genau die Zahl des Tages, über die wir im Rahmen des heutigen ersten Lesung des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes beraten und die es im kommenden Jahr kurzfristig zu schließen gilt. Herr Minister, ich will in diesem Zusammenhang nicht verhehlen, dass ich es Ihnen hoch anrechne, Ihren Amtsvorgänger hierfür nicht zu kritisieren. Aber zur Wahrheit gehört auch, Ihr Vorgänger im Amt hat seine Hausaufgaben nicht gemacht und Ihnen dieses Defizit sprichwörtlich vererbt. Ihr Vorgänger im Amt hat es trotz wirtschaftlich guter Rahmenbedingungen nicht vermocht,
Strukturreformen entschieden anzugehen, sondern sich vielmehr auf populäre, allerdings teure Leistungsreformen konzentriert, die uns jetzt auf die Füße fallen. Deswegen, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union, wirkt es gelinde gesagt etwas Wohlfall, nun aus der Opposition heraus vehement Strukturreform einzufordern und nach Jahren der Blockade sich unseren nachhaltigen Finanzierungsvorschlägen anzueignen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, obwohl wir die Finanzen der gesetzlichen Krankenkasse in einem sehr schwierigen Zustand vorgefunden haben, es ist ja vorhin eben gerade auch schon erläutert worden, bekennt sich die Fortschrittskoalition auch weiterhin, ich zitiere gerne aus der Koalitionsvereinbarung, zu einer stabilen und verlässlichen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Das von der Bundesregierung hier vorgelegte GKV-Finanzstabilisierungsgesetz begrüßen wir von der Stoßrichtung her. Denn ohne kurzfristig greifende Maßnahmen müssten die Zusatzbeiträge im kommenden Jahr von derzeit durchschnittlich 1,3% um rund 1% steigen. In Anbetracht ansteigender Energiepreise sowie hoher Inflationsraten wäre das für die wirtschaftliche Entwicklung schlichtweg Gift und könnte für private Haushalte womöglich die Grenze der Belastbarkeit beschreiben. Insofern sieht der vorliegende Gesetzentwurf vor, die Lasten solidarisch auf mehrere Schultern zu verteilen. So sollen Beitragsreserven von Kassen- und Gesundheitsfonds herangezogen, aber auch ein erhöhter Bundeszuschuss sowie ein Darlehen an die GKV gewährt werden. Im Rahmen von Effizienzverbesserungen werden neben der Pharmaindustrie auch Apotheken, Zahnärztinnen und Ärztinnen ihren Beitrag zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung leisten müssen. Diese Lastenverteilung ermöglicht es, Zusatzbeiträge lediglich in einem moderaten Rahmen in Höhe von 0,3 Prozentpunkten zu erhöhen. Der hier vorliegende Entwurf verfolgt also das Ziel, die GKV-Finanzen zu stabilisieren, ohne dabei auf Leistungskürzungen zurückgreifen zu müssen, was ich für meine Fraktion ausdrücklich begrüße. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mit diesem vorliegenden Gesetzentwurf wird ein kurzfristiger Ausgleich des Defizits von 17 Milliarden Euro erreicht. Die Fortschrittskoalition vertritt allerdings den Anspruch, die GKV-Finanzen langfristig, verlässlich und somit krisenfest aufzustellen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, halten wir tiefgreifende Strukturreformen im Gesundheitssystem für unumgänglich. Von der Krankenhausfinanzierung über die Ambulantisierung bis hin zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege werden wir Reformvorhaben anhand unserer Koalitionsvereinbarung sukzessive abarbeiten. Denselben Anspruch hegt meine Fraktion, wenn es um die nachhaltige Finanzierung der GKV geht. Auch hier werden wir uns an den Leitplanken des Koalitionsvertrages orientieren. Das schließt ausdrücklich die regelhafte Dynamisierung des Bundeszuschusses sowie höhere Beiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II aus Steuermitteln mit ein. Meine Fraktion strebt weiterhin eine ausgewogene Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung an. Dabei spielt auch die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze eine gewichtige Rolle. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Das Wesen der parlamentarischen Demokratie ist der Kompromiss. Und in Zeiten, wo eine Krise die nächste jagt, muss der Parlamentarismus genau hierdurch seine Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Schließlich geht es um nicht weniger als die zentrale Säule unseres Solidarsystems, die gesetzliche Krankenversicherung. Diese gilt es zu stützen und die Lasten dabei gerecht zu verteilen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Christos Patatzis aus der SPD-Fraktion. Und falls Sie es nicht gerade selber nachgeguckt haben, Neurobionik ist die Verbindung von Neurologie, Biologie und Technik. Geht natürlich auch noch viel komplizierter, aber lassen wir es mal dabei. Tinor Sorge ist der nächste Redner in dieser Debatte. Er ist gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Wir sind heute mal wieder an dem Punkt, wo wir darüber diskutieren, wie wir das gesetzliche Versicherungssystem, die gesetzliche Krankenversicherung zukunftsfest machen können. Und da bin ich jedes Mal wieder total irritiert, wenn Sie sich hier aus der Ampelkoalition, insbesondere die Kolleginnen und Kollegen der SPD, hinstellen und so tun, als hätten Sie die letzten Jahre hier überhaupt nicht mitregiert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also ich darf nur noch mal daran erinnern,
Sie haben 23 Jahre dieses Land mitregiert. 23 Jahre. Wir haben in der letzten Legislatur auf ausdrücklichen Wunsch und gemeinsam auch auf Wunsch von Herrn Bundesgesundheitsminister Lauterbach viele gute Dinge auf den Weg gebracht. Ich darf nur an die Verbesserungen in der Pflege erinnern. Ich darf an die neue Patientenregelung erinnern. Ich darf an die Verbesserungen bei der Zahngesundheit erinnern. Und das Erste, was Sie jetzt tun, an Vorschlägen hier zu machen für die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung, ist, diese guten Regelungen wieder zurückzutreten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da wundern Sie sich allen Ernstes, lieber Herr Bundesgesundheitsminister, dass unisono alle Akteure dieses Gesundheitssystems sagen, das geht so nicht. Ich darf nur mal zitieren, der Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses, der sich ja relativ selten so deutlich zu Wort äußert, hat gesagt, bei diesem Gesetzentwurf handelt es sich um ein völlig sinnloses Sammelsurium. Zitat Ende. Und ich darf noch mal darauf hinweisen, mein Bundesland Sachsen-Anhalt, da haben gestern 20 Akteure des gesamten Gesundheitssystems, von Ärzten, Krankenkassen bis hin zum Deutschen Gewerkschaftsbund, eine gemeinsame Resolution auf den Weg gebracht, in der sie sagen, in dieser Form geht das nicht, das legt die Axt an die Wurzel unseres Gesundheitssystems. Und spätestens da, lieber Herr Kollege Lauterbach, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, sollten bei Ihnen die Alarmglocken ganz laut schrillen. Und deshalb, Frau Kollegin Kleinschmeink, hören Sie endlich auf. Sie regieren seit fast einem Jahr. Hier kommen nur Konjunktive. Sie möchten, Sie werden, Sie sollten. Wo ist denn die Unterstützung, die Soforthilfe für die Kliniken? Wo ist denn die Unterstützung? Wir haben vor der Sommerpause als Unionsfraktion einen Antrag vorgelegt, in dem wir gefordert haben, aufgrund der extrem gestiegenen Energiepreiskosten die Kliniken zu unterstützen. Nichts passiert. Sie treiben die Kliniken in die Insolvenz. Und wenn Sie da jetzt nicht zeitnah nachlegen, passiert gar nichts. Finanzreform, Pflege auf 2023 verschoben. Krankenhauskommission, lieber Kollege Lauterbach, die haben Sie in eine Kommission eingesetzt. Die Kommission wird ein Langzeitprojekt, keine Ergebnisse. Insofern handeln Sie endlich und kommen Sie aus dem Ankündigungsmodus raus, liebe Kollegin. Herr Sorge, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der Kollegin Kleinschmeink? Herr Kollege Tino Sorge, Sie haben eine ganze Reihe von Problemen angesprochen, die wir ja alle geerbt haben aus der letzten Wahlperiode. Und was haben Sie denn unternommen, um eine grundlegende Krankenhausstrukturreform auf den Weg zu bringen? Gemeinsam mit Ihrem Kollegen, Herrn Minister Holitschek, was haben Sie denn unternommen, um zum Beispiel die ländliche Versorgung tatsächlich zu stabilisieren und voranzubringen? Was haben Sie unternommen, um die Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsberufen so zu stärken, dass wir auch tatsächlich nach vorne gerichtet die Versorgung sicherstellen können? Sie zählen hier viele Dinge auf, haben an ganz vielen Punkten beispielsweise auch nicht gesagt, wie finanzieren Sie das denn jetzt? Und das würde ich ganz gerne von Ihnen hören. Erstens, warum hat es diese grundlegende Krankenhausreform im Zusammenspiel mit den Ländern bisher nicht gegeben? Zweitens, was tun Sie bezogen auf die Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe? Was haben Sie da getan, was wirklich voranbringt? Und drittens, wie finanzieren Sie genau diese Lücke? Sie klagen halt hier jetzt nur darüber, aber was machen Sie denn ganz konkret zur Refinanzierung? Ich habe noch nichts Schriftliches von Ihnen gesehen. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Kleinschmeink. Das gibt mir die Möglichkeit, noch mal detailliert auf die ganzen Gesetzesvorhaben, die wir in den letzten Legislaturen gemacht haben, auf den Weg nicht nur zu bringen, sondern Ihnen noch mal zu erklären. Sie waren ja offensichtlich häufig nicht da. Wir haben erstens in der Pflege Pflegeberufe Reformgesetz. Wir haben die Ausbildung in der Pflege reformiert. Wir haben die Leistung für Pflegebedürftige, für die Angehörige reformiert. Wir haben in einem großen gesellschaftlichen Konsens zusätzlich Geld ins System gegeben, haben erstmals für Alzheimer-Erkrankte beispielsweise, dass sie überhaupt erstmal Anspruch auf Pflegeleistungen haben gemacht. Wir haben im Krankenhausbereich, Krankenhauszukunftsfonds, Milliarden auf den Weg gebracht, damit Digitalisierung vorangetrieben wird. Wir haben drei große Digitalisierungsgesetze gemacht. Ich frage mich, wo Sie in der Zeit hier waren, wenn das alles an Ihnen vorbeigegangen ist, liebe Frau Kollegin. Und jetzt hören Sie endlich auf,
immer so zu tun, als hätten Sie nie politische Verantwortung getragen. Das ist ja in jedem Bereich mittlerweile so, dass Sie so tun, als hätten Sie nie hier irgendwie im Bundestag gesessen. Sie müssen endlich auch mal pragmatisch jetzt Lösungen vorlegen und nicht immer nur ankündigen und sagen, Sie werden, Sie wollen und Sie möchten. Und ich sage Ihnen auch ganz klar, wenn Sie dann schon Vorschläge vorlegen, dann tun Sie doch wenigstens das, was Sie im Koalitionsvertrag schreiben. Da schreiben Sie ja durchaus an der einen oder anderen Stelle gute Sachen. Das ist angesprochen worden. 10 Milliarden würde das System entlastet werden, wenn Sie erstmal in der richtigen Höhe die Beiträge für ALG-II-Bezieher abführen würden. Es gibt eine Menge Vorschläge. Aber jetzt die Neupatientenregelung zurückzudrehen, wo Patienten viel schneller das erste Mal Termine beim Facharzt bekommen haben, die sich jetzt beschweren, wo die Ärzte sagen, sie haben Personal eingestellt, was sie wieder entlassen müssten. Hören Sie doch auf, diese Regelung zurückzudrehen, die eher marginale Summen einsparen, sondern gehen Sie die strukturellen Probleme an, liebe Frau Kollegin Klein-Schmeink, liebe Ampelkoalition. Und deshalb rächt es sich jetzt, dass sich der Bundesgesundheitsminister, der Bundesfinanzminister, der Bundesjustizminister nicht über den Weg trauen. Klaus Holleczek hat es hier angesprochen. Es kann doch nicht sein, dass der Bundesgesundheitsminister jedes Mal bei jedem strukturellen Vorhaben sagt, ich muss da erst mal Christian Lindner fragen. Und der dann sagt, ich habe das mit Karl Lauterbach ganz anders besprochen. Das ist doch die Bankrotterklärung für Gesundheitspolitik in diesem Land. Und deshalb sage ich Ihnen ganz klar, machen Sie nicht solchen Murks wie bei der Gasumlage. Denken Sie jetzt schnell an die Kliniken, sonst gehen viele Kliniken im Herbst in die Insolvenz. Das wird zu Versorgungsengpässen führen. Das haben die Patienten nicht verdient. Das haben die Leistungserbringer nicht verdient. Und vor allen Dingen noch ein Wort zum Schluss, lieber Herr Kollege Lauterbach. Wenn Sie schon mit vielen Worten den Akteuren im System danken, wenn Sie sagen, danke, liebe Ärzte, danke, Apotheker, danke, Pflegekräfte, dass wir mit euch so gut durch diese Pandemie gekommen sind. Vielen Dank, innovative Pharmaindustrie. Dann ist es für diese Menschen mittlerweile ein Hohn, wenn sie als erste Maßnahme dann sagen, wir machen Preismoratorium, wir kürzen, es gibt weniger Geld, Apothekenabschlag. Also diese Leute empfinden das als Leistungskürzung. Und hier zu sagen, es gäbe keine Leistungskürzung, entspricht nicht der Wahrheit. Vielen herzlichen Dank. Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, hat jetzt gar nicht erwähnt die Vorschläge seines Fraktionskollegen Sepp Müller, der ja angeregt hatte, die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben sowie die Versicherungspflichtgrenze. Das würde bedeuten, dass die berühmten stärkeren Schulter auch stärker beteiligt wären an den Einnahmen der Krankenkassen. Jetzt Janosch Dahmen für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die anderweitig zuschauen. Die Debatte, die wir hier erleben, ist von einigen aus diesem Hause in einem Maße unredlich geführt, was wirklich seinesgleichen sucht. Ich muss sagen, das eine ist, eine Fehlerkultur hier in den letzten Tagen hinzulegen, die bei jedem Mal, wenn es darum geht, was in der Vergangenheit nicht richtig gelaufen ist, mit Gejohle zu reagieren und einfach so zu tun, als sei es vergessen und nicht den Hauch einer Demut an den Tag zu legen für Dinge, die falsch gelaufen sind und die jetzt korrigiert werden müssen. Das andere, und das ist viel schlimmer, ist eine Oppositionsarbeit zu betreiben, die offensichtlich sich jeder Rechenschaft entleert, wie denn Vorschläge mit der Situation, die jetzt nun mal vorzufinden ist, umgegangen werden sollen. Mit Vorschlägen, wie denn die 17 Milliarden, die als Defizit in der gesetzlichen Krankenversicherung liegen, wie diese aufgelöst werden sollen. Ich habe nicht gehört, dass aus den Unionsreihen die Aufhebung der Schuldenbremse gefordert wird. Ich habe nicht gehört, dass Sie fordern, dass die Beiträge für die Menschen in diesem Land in einem Maße angeheben werden sollen, die keiner in diesem Winter stemmen kann. Ich habe nicht gehört, dass Sie fordern, dass Leistungskürzungen im Gesundheitswesen in Ersatz zu diesem Defizit durchgeführt werden sollen. Und sich einfach hinzustellen, ohne einen Hauch eines Vorschlags zu sagen, wie das Defizit aufgelöst werden soll, das ist bei allen Fehlern der Vergangenheit heute unredliche Oppositionsarbeit. Und ich muss Ihnen sagen, das hätten wir uns nicht getraut. Herr Damm, gestatten Sie eine Frage oder Zwischenbemerkung von dem Kollegen Sorge aus der CDU-CSU-Fraktion? Gerne, Herr Sorge. Ja, vielen Dank, lieber Herr Kollege Dahmen, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Mich würde ganz konkret interessieren, werden Sie das, was Sie im Koalitionsvertrag vereinbart haben, nämlich die 10 Milliarden an Zahlungen für ALG-II-Bezieher auch dem Gesundheitssystem zur Verfügung stellen, zeitnah umsetzen? Und mich würde vor allen Dingen interessieren, ob Sie der Meinung sind, dass jetzt die Abschmelzung der Kassenreserven
ob das, da sie ja im Vorfeld durch die Versicherten aufgebracht worden sind, keine Leistungskürzungen bzw. Beitragssatzerhöhung indirekt darstellen. Vielen Dank für die Frage, Herr Kollege Sorge. Ich will Ihnen darauf antworten. Also erstens, selbstverständlich werden wir den Koalitionsvertrag umsetzen. Und das beinhaltet auch, dass wir die Beiträge für ALG-II-Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung auf das notwendige Finanzierungsmaß anheben werden. Wir werden auch den Bundeszuschuss dynamisieren, um einen ordnungspolitischen Automatismus darin zu haben, wie Finanzierung funktioniert. Und nicht durch eine Serie an Digitalreformen, die unstrukturiert ohne Digitalstrategie ein Riesenloch beispielsweise gerissen haben, jetzt mit dazu beitragen, dass wir hier solch ein Finanzierungsdefizit haben. Zweiter Punkt Ihrer Frage. Ich bin nicht der Überzeugung, dass wir in Zeiten multipler Krisen irgendwo in der Ecke Reserven liegen lassen können, die wir brauchen, um die Not, die in diesem Land Existenz ist, abzufedern. Insofern ist es richtig, jeder der beteiligten Stakeholder im Gesundheitswesen aufzufordern, zu sagen, wie können wir gemeinsam einen Beitrag leisten. Genau das tut das Gesetz, indem wir eben nicht sagen, es gibt einen der beteiligten Seiten, die alles schultern muss, sondern bei den gesetzlichen Krankenversicherungen, bei den Krankenhäusern, im Bereich der niedergelassenen Ärzte und der Krankenversicherung gemeinsam schauen, wie ein Beitrag geleistet werden kann, um das Problem zu beheben. Das ist verantwortliche Politik. Und ich will Ihnen sagen, in der Opposition, wir sind immer zu unseren Haushältern gegangen und haben die Refinanzierung von Kritikvorschlägen hier im Parlament vorher abstimmen müssen. Ich glaube, es war bei der FDP nicht anders. Und ich kann sagen, so ist verantwortliche Oppositionsarbeit. Aber zur Unredlichkeit. Herr Dahm, ich habe noch eine Zwischenfrage von der Kollegin Vogler aus der Fraktion Die Linke. Frau Vogler, gerne. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie meine Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie über die Schuldenbremse diskutieren wollen. Das finde ich auch sehr, sehr richtig. Da sind wir als Linke voll bei Ihnen. Die Schuldenbremse hindert uns daran. Aber wir brauchen ja für die Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung eigentlich keine Sondervermögen zu erheben, sondern wir haben ja ganz konkrete, als konstruktive Oppositionsfraktion, ganz konkrete Vorschläge auf den Tisch gelegt, für die eigentlich auch eine Mehrheit hier im Hause möglich wäre. Sowohl Maria Klein-Schmeink von Ihrer Fraktion stellvertretende Fraktionsvorsitzende, als auch der Kollege Panthartzis von der SPD, als auch sogar der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Sepp Müller haben ja genau das gefordert, was wir in unserem Antrag zur Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und der Pflichtversicherungsgrenze fordern. Und ich frage mich dann schon, wie lange wollen wir uns hier, die offensichtlich eine politische Mehrheit hätten, um diese sehr gute Idee umzusetzen, die tatsächlich das leisten kann, was Karl Lauterbach ja gefordert hat, nämlich starke Schultern mehr tragen zu lassen als schwache. Wenn wir diese Möglichkeit haben, warum kämpfen wir nicht darum, dafür auch hier eine parlamentarische Mehrheit zu bekommen, statt uns vom Förderverein der Privatversicherungsunternehmen, auch Vulgo FDP, hier an der Nase herumführen zu lassen? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Vogler. Zunächst mal möchte ich Ihnen und Ihrer Fraktion zugutehalten, dass Sie im Gegensatz zur Union konkrete Vorschläge gemacht haben, was man denn tun kann. Wenngleich auch die Frage der Refinanzierbarkeit nicht in all den Vorschlägen hinterlegt ist, will ich doch wohl sagen, dass wir, wie eben angedeutet, selbstverständlich im Verlauf der Legislatur weitergehende, umfassendere strukturelle Reformen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, einschließlich der Diskussion Anhebung der ALG-II-Sätze, Dynamisierung Bundeszuschuss und auch der Frage der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze miteinander beraten und auch beschließen werden. Insofern zu sagen, dass diese Reform das letzte und abschließende Wort zur Weiterentwicklung und Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung ist, wäre falsch. Und insofern begreifen Sie dies als einen ersten Schritt, der von weiteren sehr viel umfassenden Reformen im kommenden Jahr gefolgt werden wird. Lassen Sie mich fortfahren. Beim Thema Unredlichkeit kann ich es mir nicht verkneifen, einmal auf den bayerischen Gesundheitsminister Holecek reagieren zu müssen. Ich muss schon sagen, dass Sie sich hier hinstellen und so tun, als hätten wir nicht ein eklatantes Problem im Bereich der Investitionskostenfinanzierung überall und auch ausdrücklich in Bayern, da gehört schon einiges dazu. Das wissen Sie doch
alle in Verantwortung in den Ländern. Beispielsweise bei Ihnen in Bayern ist es nicht so, dass Sie sich hier hinstellen können und einfach eine Zahl mit 6 Stellen hier in den Raum werfen, damit es so klingt, als sei das viel, wenn es faktisch mit dem realen Wertverlust doch bedeutet, dass Sie seit 1991 40% weniger Investitionskosten im Bereich Ihrer Krankenhauslandschaft ausgegeben haben. Und hat das was mit unserer realen Situation jetzt zu tun? Na, selbstverständlich. Die fehlenden Investitionskosten führen dazu, dass jedes Krankenhausbett bei Ihnen in Bayern so viel Energie verbraucht wie ein Einfamilienhaus mit einer ganzen 5-köpfigen Familie. Das führt dazu, dass die Not der Kliniken im Moment so groß ist, dass die Kosten so stark steigen und dass wir jenseits dieses Gesetzes selbstverständlich weitere Rettungsmaßnahmen für die stationäre Versorgung auf den Weg bringen müssen. Und jetzt zu sagen, dass nicht in einem einzigen Gesetz die gesamten Probleme der Gesundheitspolitik aufgelöst werden. Ja, was ist denn das für ein Politikverständnis? Immer nur zu zeigen, ja, Moment mal, hier liegt ein Vorschlag vor, aber es gibt doch noch andere Probleme, zu denen ist nichts gesagt worden. Das ist doch keine Politik, das ist doch einfach nur Marktschreierei und Ablenkung. Gehen Sie doch auf die Vorschläge ein, bringen Sie Alternativen ein, sagen Sie, wie Sie es refinanzieren wollen und sind Sie ehrlich zu den Menschen. Erzählen Sie nicht vor einer Wahl, es gibt kein Problem, wenn 17 Milliarden fehlen, sondern sagen Sie, was bedeutet das? Und inzwischen haben wir multiple Krisen, auf die wir reagieren müssen. Und ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, wir tun das sehr verantwortungsvoll, indem wir mit allen Seiten sprechen, dass jeder zunächst mal sagt, ich kann nichts geben, weil die Not bei mir groß ist. Ist doch selbstverständlich in diesen Zeiten. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht alle zusammenstehen müssen, einen Beitrag leisten. Das liefert das Gesetz. Und zum Rettungsschirm, ja, wir werden zum Thema Energiekostenausgleich für Kliniken und Pflegeversorgung was tun. Ja, wir müssen bei der Inflationsbremse im Gesundheitswesen ansetzen und werden auf die Länder zukommen und sie beim Wort nehmen, dass wir das gemeinsam schultern. Und ja, auch Strukturreformen sind mit der Krankenhauskommission auf den Weg gebracht, werden hier eingebracht werden. Und dass wirklich 16 Jahre verfehlte Politik nicht in 16 Monaten aufgelöst sind. Was ist das für ein Glaube? Das ist einfach wirklich unredliche Opposition. Und ich finde, da haben die noch eine Menge nachzuholen. Wir gehen hier wirklich die Probleme an und sind für ernst gemeinte Vorschläge gerne offen und werden sie im parlamentarischen Verfahren gerne gemeinsam beraten. Janosch Dahmen, der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vor seiner Zeit im Parlament war er Medizinaldirektor und Oberarzt in der ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes Berlin. Für die Berliner Feuerwehr. Nächster Redner Jörg Schneider, AfD. Die Arzneimittelversorgung, da geht es unter anderem um Grippeimpfstoffe. Sie sehen hier einen erhöhten Bedarf und da sollten wir doch vielleicht mal fragen, wo kommt der eigentlich her? Seit 2,5 Jahren schüren Sie Corona-Ängste und das hört ja nicht auf. Wirre Tweets des Herrn Ministers, eine verunglückte Desinformationskampagne und das verfängt. Viele Menschen vermeiden bis heute soziale Kontakte, verlassen die eigene Wohnung nur mit einer Maske vor dem Gesicht und das ist ein Problem, denn soziale Kontakte ohne Maske, das sorgt dafür, dass das Immunsystem einer gewissen Belastung ausgesetzt wird, dass es getrainiert wird. Und dieses Training fehlt vielen Menschen. Meine Partei hat darauf relativ früh reagiert. Wir haben gefordert, dass wir zur Normalität zurückkehren. Das haben Sie abgelehnt. Sie wollen jetzt mehr impfen. Einmal mehr lösen Sie also mit erheblichem finanziellen Aufwand ein Problem, das wir ohne Ihre Politik überhaupt nicht hätten, meine Damen und Herren. Ein Aspekt der Arzneimittelversorgung sind Lieferengpässe. Das hängt vor allen Dingen mit den Produktionsstandorten zusammen. Die liegen nämlich in Indien und China. China fährt gerade mit einer irren Zero-Covid-Politik die Lieferketten vor die Wand. Und das wird sich in Zukunft nicht bessern. Die Inder haben zwar gerne die 10 Milliarden Euro Entwicklungshilfe angenommen, die sie denen hinterhergeworfen haben, orientieren sich aber mehr in Richtung Russland. Zuverlässige Lieferanten sind das für mich nicht. Und dabei haben Sie in der Großen Koalition eigentlich ganz vernünftig angefangen. Im Koalitionsvertrag steht, dass Sie eine Rückverlagerung der Produktion von Arzneimitteln zu uns wünschen. Ich darf Sie dafür loben, weil das eine alte Idee der AfD ist, die Sie da übernommen haben. Und jetzt wäre doch eigentlich die Gelegenheit gewesen, in diesem Gesetz mal endlich Ihren Worten Taten folgen zu lassen. Anreize zu setzen für diese Rückverlagerung der Produktion. Und Sie machen genau das Gegenteil. Sie ziehen die Schrauben an und mit den Vorschlägen, die Sie dort gemacht haben, werden Sie auch noch den letzten Arzneimittelproduzenten nach Asien vertreiben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben hier in Deutschland schon längst die weltdümmste Energiepolitik
Und das nächste Kapitel ist jetzt noch die weltdümmste Arzneimittelpolitik. Wir haben genau in diesem Zusammenhang einige Vorschläge gemacht und wir wollen doch in die gleiche Richtung, also folgen Sie denen doch bitte. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass der Arzneimittelproduktionsstandort Deutschland gestärkt wird und sorgen wir auch gemeinsam dafür, dass die Menschen hier in Deutschland sicher jederzeit mit Arzneimitteln versorgt werden. Folgen Sie unseren Anträgen. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Maximilian Mordhorst. Und er ist Mitglied im Finanzausschuss. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde angesprochen, 17 Milliarden Euro Defizit. Und darüber müssen wir reden. Ich glaube, jeder, der in der Grundschule den Matheunterricht besucht hat, sollte wissen, dass das schwierige Entscheidungen erfordert. Mich wundert vor allem, dass vor diesem Hintergrund die Unionsfraktion ihren ersten Redeslot dem Vertreter einer Landesregierung in Deutschland gibt, die in den letzten Jahren die größte Nehmermentalität an den Tag gelegt hat, die wir erlebt haben, die unter anderem mit dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt in dieser Situation sind. Lieber Herr Holleczek, Sie haben sich gewundert, dass der Bundesfinanzminister nicht dieses Gesetz einbringt. Sie sind aber selbst hier und reden. Ich habe mich schon gefragt, warum machen Sie das eigentlich? 5 Stunden Anreise aus Bayern, nachher geht es wieder 5 Stunden zurück. Was Sie machen wollen, haben Sie überhaupt nicht vorgestellt. Das kann doch nicht alles nur für ein Selfie mit Jens Spahn gewesen sein. Stattdessen lesen Sie einen Wunschzettel vor. Ich habe mal ein bisschen mitgeschrieben. Beiträge sollen niedrig bleiben, der Bundeszuschuss soll hoch, beim Wohngeld soll noch mehr gemacht werden. Was wollen Sie denn machen? Wir haben als Bund eine schwierige finanzpolitische Lage. Die Länder werden Überschüsse erzielen. Da stimmt etwas in der Verhältnismäßigkeit nicht. Ich würde mir wünschen, dass Sie beim nächsten Mal, wenn Sie hier vortragen, ist ja schön, wenn die Bundesratsbank nicht ganz leer ist, aber auch mal ein bisschen darüber berichten, was Bayern denn tun möchte, um dieses gemeinsame Problem zu lösen. Ich will deswegen für die FDP-Fraktion ganz klar sagen, ich habe auch bei Ihnen vor allem in dieser Woche sehr genau zugehört. Wir haben auf einer Seite die Situation, dass wir die Schuldenbremse einhalten müssen, weil wir sonst finanzpolitische Probleme bekommen. Die Zinskosten werden schon nächstes Jahr auf 30 Milliarden Euro steigen. Und wer nicht wie die Linke ein Subventionsprogramm für Banken und Investmentfonds machen will, der muss wenig Schulden machen. Auf der anderen Seite haben wir extreme Herausforderungen zu bewältigen. Und dann sehe ich von der Unionsfraktion die ganze Woche nur neue Ausgabenvorschläge. Es hat nicht mal ein Jahr gedauert, dass Sie ohne jegliche Finanzierungsvorschläge immer wieder neue Ideen haben, wo man mehr Geld ausgeben könnte, wo man weniger Geld einnehmen könnte. Wir haben das bei allen möglichen Debatten erlebt. Ich würde mir wünschen, dass wir in Ihnen auch als Oppositionsfraktion eine stärkere Unterstützerin beim Bereich finanzpolitische Solidarität, bei möglichst Schuldenbremse und ausgeglichenen Haushalten bekommen. Das wäre etwas, wovon wir in Deutschland profitieren können und nicht diese immer größer und länger werdenden Wunschzettel in Deutschland. Wir werden jetzt unangenehme Entscheidungen treffen. Karl Lauterbach hat es vorgestellt, es wurde dann gleich nach seiner Rede wieder abgeräumt. Er hat um möglichst wenig Polemik gebeten, aber wir werden unangenehme Entscheidungen treffen. Das muss man den Menschen auch mal ehrlich sagen. Ich bin der Überzeugung, wir müssen diesen Weg, den wir jetzt beschritten haben, weitergehen und notwendige Maßnahmen als Ampelregierung auch dann treffen, wenn sie kurzfristig unpopulär sind. Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele aus der Opposition diesen Mut auch haben und dass wir gemeinsam dafür einstehen, einerseits finanzpolitische Solidität zu gewährleisten, aber andererseits auch die Herausforderungen zu bewältigen, die jetzt vor uns stehen, ohne in Populismus zu verfallen. Vielen Dank. Sagt Maximilian Mordhorst aus der FDP-Fraktion. Und wir sind bei der drittletzten Rednerin in dieser Debatte angekommen. Diana Stöcker wird das sein aus der Unionsfraktion. Und sie ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Eines ist klar, die Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen werden im kommenden Jahr ein enormes Defizit aufweisen. Nicht klar ist aber, wie hoch der Fehlbetrag nun tatsächlich sein wird. Die 17 Milliarden Euro, das zeichnet sich jetzt schon ab, werden nicht ausreichen und die Folgejahre sehen nicht besser aus. Daher ist es umso wichtiger, strukturelle und vor allem nachhaltige Reformschritte zu gehen, und zwar jetzt. Ankündigen haben wir genug gehabt.
Herr Minister, was Sie bei diesem Gesetzentwurf machen, ist kreativlos mit heißer Nadel gestrickt und rein auf kurzfristigen Ertrag angelegt. Sie drehen allein an den Stellschrauben Rücklagen, Einnahmen und Ausgaben aller beteiligten Akteure. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein formulierte kürzlich zu Recht, schnelles Geld durch schnelle Schnitte, sämtliche Bereiche unseres Gesundheitswesens werden bis zur Schmerzgrenze belastet. Herr Minister, mit dem vorliegenden Entwurf schaffen Sie ein Destabilisierungsgesetz, das haben verschiedene Kollegen hier auch schon so genannt, und gefährden sowohl das Gesundheitssystem als auch die Versorgung der Versicherten und Patienten in Deutschland von wegen, die kriegen nichts mit und keine Leistungskürzungen. Und nicht nur das, Sie gefährden zudem Deutschland als Standort für Innovation und Investition. Flickschusterei tritt an die Stelle von sogar in Ihrem Koalitionsvertrag festgeschriebenen strukturellen Maßnahmen. Warum setzen Sie den höheren Zuschuss an die gesetzlichen Krankenkassen für Arbeitslosengeld II-Bezieher nicht um? Damit würden die gesetzlichen Krankenversicherungen auf einen Schlag und jedes Jahr mit rund 10 Milliarden Euro mindestens entlastet werden, und zwar nachhaltig und langfristig. In jedem Wirtschaftsbetrieb gilt Kostentransparenz. Dort, wo und wie die Kosten entstehen, müssen sie auch abgebildet und gedeckt werden. Und für die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung gilt dies bisher nicht. Eines der größten Löcher in der gesetzlichen Krankenversicherung entsteht genau dadurch, dass die Gesundheitsversorgung der Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen, einfach nicht kostendeckend durch den Bund finanziert wird. Es geht dabei nicht um Kleingeld, liebe Frau Behrens, sondern um 10 Milliarden Euro pro Jahr, ein Leck, das aktuell durch Ihre Regierung, Herr Minister, repariert werden könnte. Die Gesundheitsversorgung von Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen, wird in der jetzigen Struktur von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen, mitgetragen. Und diese werden nun mit einer Beitragserhöhung zusätzlich zu den sonstigen gestiegenen Lebenshaltungskosten zur Kasse gebeten. Und zudem werden die Beiträge, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den vergangenen Jahren bereits in ihre Krankenkassen geleistet haben, stark abgeschmolzen, obwohl sie eine wichtige Rücklage für die Krankenkassen und die Liquiditätsreserve für den Gesundheitsfonds sind. Und die Sorge treibt unsere Bürgerinnen und Bürger zu Recht um, dass die abgebauten Reserven der Kassen absehbar zu weiteren Beitragssteigerungen führen werden. Warum dynamisieren Sie dahingegen den Bundeszuschuss nicht? Der Ausgleich aus Steuermitteln steht doch in Ihrem Koalitionsvertrag, und zwar jetzt und nicht wieder als Ankündigung. Ein einmaliger zusätzlicher Bundeszuschuss, wie Sie ihn vorschlagen, verknüpft mit einem Bundesdarlehen, stellt sicher keinen nachhaltigen Finanzierungsbeitrag zur Sicherung der GKV-Finanzierung dar. Diese Ampel hat offensichtlich nicht mal die Kraft, die eigenen Vorhaben umzusetzen. Wir fordern Sie daher auf, den vorliegenden Gesetzentwurf zu überarbeiten und unser Gesundheitswesen nicht weiter zu belasten. Der vorgelegte Entwurf löst nicht die Probleme der Krankenversicherung, er schafft neue und ist daher der falsche Weg. Diana Stöcker aus der Unionsfraktion, und ihr folgt jetzt in dieser ersten Beratung eines Gesetzentwurfs der Bundesregierung, mit dessen Hilfe, wenn es ja mal ein Gesetz ist, die Finanzlage der Krankenkassen stabilisiert und verbessert werden soll. Heike Behrens, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die gesetzliche Krankenversicherung hat sich in Pandemiezeiten als stabiler Faktor erwiesen. Und trotzdem hat diese größte Gesundheitskrise der Nachkriegszeit Spuren hinterlassen. Überfällige Reformen wurden hintangestellt, finanzielle Polster aufgebraucht. Entschiedene Maßnahmen sind jetzt notwendig, um die gute und solidarische Gesundheitsversorgung in unserem Land für alle zu sichern. In Krisenzeiten gilt es, die Reihen zu schließen und zusammenzustehen. Da ist es mehr als befremdlich, wenn die Fraktion, die in den letzten 10 Jahren das Gesundheitsministerium geführt, die Gesundheitsminister gestellt und ganz wesentlich zu der aktuellen Kostendynamik beigetragen hat, jetzt mit dem Finger auf die Ampelregierung zeigt. Sie als CDU, CSU waren es, nur mal ein Beispiel,
die trotz offensichtlicher jahrelanger Ausgabenzuwächse bei patentierten Arzneimitteln die Reformen im Amnok-Verfahren auf die lange Bank geschoben haben. Und das, obwohl allen Kennern der Reformbedarf längst klar war, das gehen wir jetzt an. Der vorliegende Gesetzentwurf bietet eine gute Grundlage, um die dringend notwendige, zeitnahe Stabilisierung der Kassenfinanzen zu gewährleisten. Aber uns allen ist klar, dass damit noch keine nachhaltige Konsolidierung erreicht wird. Um unser Gesundheitssystem auf einem guten Qualitätsniveau funktions- und leistungsfähig zu halten, ist es notwendig, Effizienzreserven zu heben und die überfälligen Strukturreformen auf den Weg zu bringen. Das haben wir uns als Ampelkoalition nicht nur vorgenommen, sondern das packen wir an. Im ersten Schritt mit den nun zu diskutierenden Maßnahmen zur kurzfristigen Kostendämpfung, aber eben im zweiten Schritt mit den langfristig wirksamen Strukturmaßnahmen, die bis Ende Mai nächsten Jahres vorliegen werden. Und selbstverständlich werden wir dafür sorgen, dass Krankenhäuser, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen nicht von den aktuellen Preissteigerungen überfordert werden. Auch daran arbeitet die Regierung gerade mit Hochdruck. Und Minister Karl Lauterbach hat zugesagt, in Kürze dazu einen konkreten Vorschlag vorzulegen. Ja, ich habe es vorhin bereits gesagt, in Krisenzeiten heißt es, zusammenzustehen. Und jeder muss einen Beitrag dazu leisten, damit die Krise nicht zum Kollaps wird. Dass die Kritik an diesem Gesetzentwurf nun aus allen unterschiedlichen Richtungen kommt, kann ich verstehen. Es zeigt aber auch, dass hier eben alle ein Stück weit in die Verantwortung genommen werden. Und da muss ich einfach doch noch mal auch auf das eingehen, was der Gesundheitsminister aus Bayern vorhin hier gesagt hat. Denn es reicht nicht, wenn die CDU und CSU Ministerpräsidenten oder Gesundheitsminister hier immer nur mit dem Finger auf den Bund zeigen und das Geld vom Bund einfordern. Janosch Dahm hat es vorhin am Thema Krankenhäuser auf den Punkt gebracht. Jahrelang haben hier die Bundesländer eben die Investitionsfinanzierung nicht ausreichend gemacht und haben damit Mittel aus dem Solidarsystem herausgesaugt. Und wir haben heute die Situation, dass in vielen Bereichen eben die Krankenhäuser tatsächlich marode sind und dringend auf Hilfe angewiesen sind. Und das ist im Wesentlichen die Verantwortung, die auf Länderseite wahrgenommen werden muss. Und ich sage Ihnen auch, wir werden sie im nächsten Jahr stellen. Denn wenn es jetzt um die notwendigen Strukturreformen geht, dann werden wir auch darüber reden müssen, ob nicht die Arzneimittel bei der Mehrwertsteuer entlastet werden müssen. Es ist doch nicht nachvollziehbar, dass Tierarzneimittel mit niedrigem Mehrwertsteuersatz belastet werden, aber die Humanarzneimittel mit dem vollen Mehrwertsteuersatz. Und dann diskutieren wir mal, ob die Länder bereit sind, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Und ob in diesem Gesetzentwurf, ob es darin ausreichend gerecht zugeht oder ob das eine oder andere vielleicht noch geändert werden müssen, das werden wir sehr sorgfältig im Rahmen des nun beginnenden parlamentarischen Verfahrens prüfen und diskutieren. Für meine Fraktion jedenfalls kann ich schon jetzt sagen, dass wir durchaus noch Redebedarf haben, wie wir auch das auf den Weg bringen können, was wir ganz konkret im Koalitionsvertrag miteinander vereinbart haben. Lassen Sie uns heute und im weiteren parlamentarischen Verfahren intensiv und respektvoll diskutieren. Vielen Dank. Heike Behrens war das, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, war heute Morgen um 8:45 schon bei uns im Interview, gemeinsam mit Sepp Müller aus der Unionsfraktion. Das können Sie nachgucken über unsere Social-Media-Kanäle, auch auf der Homepage und über kurz oder lang sicherlich auch auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind beim letzten Redner dieser Debatte, das ist Georg Kippels aus der Unionsfraktion. Da habe ich noch mal die gute Gelegenheit, die Aufmerksamkeit auf einen ganz speziellen Punkt zu lenken.
Gesundheit ist ein hohes Gut und Gesundheit ist ein teures Gut im wahrsten Sinne des Wortes. Jeden Tag investieren wir 1 Milliarde Euro in unser Gesundheitssystem. Die finanziellen Herausforderungen sind jetzt ausführlich dargestellt worden. Und ich wende mich einer Bemerkung von Minister Lauterbach zu, der davon gesprochen hat, dass wir innovationsbereit bleiben wollen und keine Leistungskürzungen vornehmen wollen. Machen wir die Probe aufs Exempel anhand dieses Gesetzes und wenden wir uns den seltenen Krankheiten zu, die dort mehr am Rande, aber von prominenter Bedeutung erwähnt sind. Was sind seltene Krankheiten? 4 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer solchen Erkrankung, aber es sind insgesamt ca. 8.000 verschiedene Krankheitsbilder. Derzeit gibt es 138 Medikamente, die man in diesem Bereich nach einer 20 Jahre alten EU-Verordnung Orphan Drugs nennt. Eine spezielle Zulassungsmethode ist angewendet worden bei schweren und tödlich verlaufenden Erkrankungen, und ohne entsprechende Vergleichstherapien werden diese Medikamente von der EMA, der Europäischen Medikamentenagentur, zugelassen und können dann in die Therapie kommen. Was ist tatsächlich das Verbreitungsbild? Mehr als 5 Menschen dürfen von 10.000 Menschen dürfen nicht an dieser Krankheit leiden, ohne dass es dann zum Ausfall aus dieser Kategorisierung kommt. Diese Medikamente sind äußerst aufwendig und vor allen Dingen sehr teuer zu entwickeln, weil die Patientengruppen sehr klein sind und die Möglichkeiten für die Durchführung von Studien infolgedessen sehr erschwert sind. Was sagt das GKV-Finanzierungsstabilisierungsgesetz zu diesem Themenbereich? Es ist eigentlich eine vielleicht zunächst mal belanglose Regelung, nämlich die Tatsache, dass die Umsatzschwelle, in der diese Medikamente vergütet werden und eingeordnet werden, von jährlich 50 auf 20 Millionen reduziert werden. Klingt zunächst mal nicht besonders von besonderer Tragweite, hat aber auf die Anwendung und vor allen Dingen die Forschungsfähigkeit für diese Medikamente eine enorme Tragweite. Denn sinkt man und übersteigt man diese Umsatzschwelle, ist das Medikament nach der normalen Regelung der Zusatznutzenbewertung des AMNOG, Arzneimittelneuordnungsgesetzes aus dem Jahre 2011, einer Zulassung zu unterziehen. Ein sehr komplexes Verfahren und vor allen Dingen für diese Medikamente deshalb so problematisch, weil häufig zu diesem Zeitpunkt die notwendigen Studien der Studienphase 3 mit entsprechenden Daten nicht vorliegen und die ganz konkrete Besorgnis besteht, dass auf diese Art und Weise die Medikamente entweder vom Markt genommen werden oder aber erst gar nicht in die Anwendung kommen. Zusätzlich gibt es dann noch Regelungen, die sich im Hinblick auf die Kombinationstherapien mit einem Zwangsabschlag beschäftigen. Die Vorgaben für den Zusatznutzen sind geregelt, und bei Verwürfen durch unwirtschaftliche Packungsgrößen gibt es auch Abschläge. Insgesamt, die gesamte Maßnahme führt dazu, dass eine wirklich gute Entwicklung in Deutschland zur Entwicklung der Orphan Drugs gestoppt wird, möglicherweise ein Rückfall in die Zeit vor das AMNOG erfolgt. Und damit haben wir eine Leistungskürzung durch die Hintertüre und damit auch eine Schädigung der Innovationsfähigkeit der deutschen Pharmaindustrie. Und wie wichtig gerade kleine Schritte, erste Schritte sind, haben wir bei BioNTech erlebt. Deshalb entweder ist diese Regelung für die seltenen Krankheiten im Gesetz schlicht und ergreifend ein Systemfehler. Das wäre ein Skandal. Wäre es beabsichtigt, wäre es noch ein viel größerer Skandal. Deshalb, Herr Minister, nehmen Sie diese Regelung für die Orphan Drugs raus und machen Sie Politik für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Vielen Dank. Georg Kippels hat sich da bedankt, war der letzte Redner in dieser Debatte. Und jetzt gibt es ein paar Formalia, denn in dieser Debatte gibt es ja nicht nur den Gesetzentwurf aus dem Gesundheitsministerium, sondern es liegen auch mehrere Anträge vor aus den Reihen von AfD und Linksfraktion. Die werden jetzt überwiegend überwiesen werden.
in die Fachausschüsse, also Gesundheitsausschuss mal ganz weit vorne. Und wir gucken mal ganz kurz rein, wie die Bundestagspräsidentin Bärbel-Baas das hier gestaltet. Und natürlich wird in dem federführend Gesundheitsausschuss dann natürlich auch der Gesetzentwurf der Bundesregierung weiter beraten werden, bevor er hier wieder in den Bundestag kommt. Und jetzt habe ich gerade gehört, es ist alles schon geleistet. Die Überweisungen, die fällig waren, haben schon stattgefunden.